Hey, hier ist Ronja und heute müssen wir leider zu dem Autohändler, weil mein Auto komplett kaputt ist. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe das gerade erst gekauft, ja? Es war auch nicht super günstig, deswegen bin ich ein bisschen unzufrieden. Und es kann nicht sein, deswegen beschwere ich mich jetzt einfach mal beim Autohändler. Ich kann hier die Treppe nicht mehr benutzen, aber der Fahrstuhl wurde scheinbar repariert. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Das heißt, wir können hier erstmal runterfahren. Ich meine, was soll denn das? Du kaufst einen Neuwagen und gehst natürlich davon aus, dass er funktioniert. Aber scheinbar wurde ich da gehörig... Wo geht's denn hier raus? Gehörig über den Tisch gezogen. Irgendwie, ja. Ja. Weil mein Orientierungssinn auch mal besser. Ich meine, ich kann jetzt nicht mal zum Autohändler fahren, weil mein Auto kaputt ist. Das steht jetzt hier. Ich muss den irgendwie überzeugen, hier mit mir mitzukommen. Damit der sich das angucken kann oder so. Keine Ahnung. Das wird auch lustig, aber ich gehe jetzt erstmal rüber. Es ist zum Glück nicht zu weit zu Fuß. Ich bin ja einmal auch hingelaufen. Das ist in Ordnung. Aber man. Das ist... Sowas Unzuverlässiges habe ich auch noch nicht erlebt. Hätte ich vielleicht diese komische, keine Ahnung, was das hier ist, Walze oder sowas kaufen sollen, die wäre vielleicht, ja, fester gewesen, würde nicht so einfach kaputt gehen. Keine Ahnung. Jetzt gibt es hier Pferde. Die haben vielleicht bemerkt, dass ihre Autos nicht so hochqualitativ sind. Generell, mein Auto gibt es nicht mehr. Das Einzige, was es noch gibt, ist diese komische Walze. Was ist denn das hier? Ich gucke mal, ob jemand drin ist. Das kann ja auch nicht sein. Scheinbar hat er jedenfalls seinen Hubschrauber. Schönen guten Tag. Ah, guten Tag. Wir haben Sie hier Autoverkauf. Sie wollen ein Auto kaufen, richtig? Nein. Ich habe ein Auto gekauft. Perfekt, dann kommen Sie mal mit hier. Alles klar. Entschuldigung. Wir haben das perfekte Auto. Detlef, bitte geh weg. Nein, ich höre Sie, hören Sie. Guter Mann. Detlef. Detlef, ich hatte hier gerade ein ernstes Gespräch. Detlef, nein. Das kannst du... Stopp! Nein! Detlef, das ist gefährlich! Bitte! Bitte steig aus! Bitte! Okay. Wenn er wegfährt, kann er wenigstens den Geschäftsmann hier nicht mehr behindern. Jetzt komme ich hier von außen nicht rein. Toll. Okay, dann gehe ich wieder den normalen Eingang. Ah, Detlef. Detlef taucht immer zu den ungünstigsten Zeiten auf. Also wirklich. Okay. Ah, da sind Sie ja wieder. Perfekt. Kommen Sie mal mit hier. Ich habe nämlich ein Top-Angebot für Sie. Okay. Guter Mann, ich bin nicht interessiert. Hier ein Schnäppchen für nur $920.000. Hier eine Super Speedster Limited Edition Einkaufskarre. Die wurde mir letztes Mal auch angepriesen. Ich meine, da war sie auch noch. 22 Zoll hier. Ja, ich meine, da war sie auch noch günstiger. Es ist ein Modell von Mercedes, richtig? Was wir letztes Mal schon. Richtig, genau. Das ist jetzt Mercedes Limited Edition. Gibt's nur jetzt hier. Hören Sie, guter Mann. Sie sehen richtig aus wie ein Fahrer von diesem neuen Kfz hier. Von diesem neuen Kfz. Hören Sie. Ich hab hier ein Kfz, wie Sie es so gerne bezeichnen, gekauft, ja. Und es ist kaputt. Ah, richtig, genau. Sie haben es gekauft. Es ist kaputt. Ja. Ah, Sie sind ein Stammkunde hier. Okay, ich habe hier, genau, ich habe hier so einen schwarzen Wagen gekauft. Der war halbwegs groß. Ah, einen schwarzen Wagen. Den haben Sie mir nicht gekauft. Der ist unser Top-Modell hier. Nee, aber der stand am gleichen Platz. Genau, es war die Mittelklasse. Aber ich habe nicht, richtig, ich habe hier kein Pferd hier gekauft. Ich habe doch kein Pferd gekauft. Vier Reifen, 10-Zylinder-Motor. Steigen Sie doch mal ein hier. Nein, ich will hier auch nicht einsteigen. Ich möchte hier einfach nur sagen, mein Wagen ist kaputt. Perfekt. Ich hätte Sie den gerne. Hier was Kleines für Garantie. Zwischendurch. Das hier ist Ihr Garantie. Modell. Ist hier jetzt ein Taucher? Haut sie ab! Haut sie ab! Wieso ist denn. Hallo? Das kann es doch nicht sein! Hören Sie auch auf! Was? Wieso ist denn jetzt hier. Okay. Ah, das ist unser Stammkunde. Okay. Der hat schon 50 U-Boote gekauft hier. Aber, sie verkaufen auch U-Boote. Das ist ja wie zu Hause. Ja, genau, okay. Richtig. Hören Sie. Ich habe hier ein Auto gekauft. Das es war die Mittelklasse. Das hier ist der beste Preispunkt. Es war nicht mit der dieses Pferd. Nein, ich möchte keinen Wagen kaufen. Perfekt. Ja, das ist auch kein Wagen. Das ist auch ein ich weiß schon. Weil mein Wagen ist kaputt. Können Sie sich den mit angucken kommen? Vielleicht wissen Alles Sie klar. ja, woran es liegt. Ihr Wagen ist kaputt. Wo steht er denn? Genau, folgen Sie mir einfach. Der steht bei mir auf dem Parkplatz, logischerweise. Den habe ich ja nicht weggekriegt. Der fährt ja nicht mehr. Alles klar. Und ich möchte einfach nur, dass der. Wie viele Reifen hat er denn? Vier. Meine ich? Fünf? So viele? Oh, alles klar, da muss ich mir mal anschauen. Technisch gesehen haben Sie. Ja, also der fünfte ist gleich eigentlich zur Deko da, meine ich. Ja, hier, ja, da, schon. Wenn Sie einmal gucken, das hier, der. Ah, hier ist Ihr Wagen. Der ein guter Schlitten hier. Genau. Oh, der sah doch gerade noch anders aus. Ist das. Warum? Stopp, was? Hallo? Also, ich kann hier keine Fehler erkennen an diesem guten Kfz. Ich bin nur wieder am Arbeiten. Bis dann, ciao. Nein, halt! Was? Wieso? Stopp, nein! Mein Wagen! Wieso fährt der jetzt auf einmal? Was?
Wer war das gerade? Warum ist der andere jetzt weggegangen? Ich hab doch nicht den komischen Truck hier gemeint. Jetzt ist mein Wagen auch noch weg. So, hier. Ey! Nein! Okay, wisst ihr was? Nö, ich gehe jetzt wieder zum Autohändler. Was fällt dem ein? Oder seinem komischen Kumpan? Nein! Das kann doch nicht angehen. Ich meine, ich lasse mich hier nicht über den Tisch ziehen. Ich habe das Gefühl, der Preis war schon recht überteuert. Ich will wenigstens ordentlichen Service hier erwarten können. So. Wisst ihr was? Ich habe kein Problem damit. Wir können das Pferd nehmen. Ich gebe kurz dem guten Mann Bescheid in der Mitte. Hier, also in dem mittleren Raum. Der hier gerade mit dem LKW. Ah, bitte entschuldigen Sie mich. Ich muss nur kurz ein Kundenfahrzeug hier einparken. Ah, so, ja. Perfekt hier. Richtig. Sie haben sich das falsche Fahrzeug angeguckt. Ich glaube, ein Kollege von Ihnen ist mit meinem Wagen weggefahren. Ah, perfekt. Ein Neuwagen suchen Sie. Dann sind Sie an der richtigen Stelle. Alles klar. Ja. Was halten Sie von diesem Mustang hier? 1969er Baujahr. Was soll ich? Der sieht schick aus. Motor, okay. Aber nicht inklusive. Wir können hier zum Beispiel hier einen Motor nehmen. Den können wir einbauen hier. Ja, Hände hoch. Hände hoch? Ja, Hände hoch. Aber ich habe keine Hände, ich habe nur Beine. Ja, toller Trick. Hände hoch. Ich weiß, dass Sie hier Ausflüge betrieben haben. Also Hände hoch. Stellen Sie sich. Wir sind ein gesuchter Mann. Entschuldigung, ich will nicht unterbrechen, aber weswegen sind Sie hier? Ja, genau. Bitte jetzt, hallo. Okay. Der Herr, einmal bitte die Hände hoch und nicht nach oben gucken. Da kommt eine. Alles klar. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, nein, wieso haben Sie eine Waffe? Oh mein Gott. Nehmen Sie sich ernst, das war ein Kunde, der nicht zahlungsfähig war, ja? Ja, richtig. Ja. Das immer diese Kunden. Immer Ärger mit den Kunden, richtig. Durch so ein Mustang. Nee, also Sie sagen hier, dass der Ersatzwagen, den Sie mir hier anbieten, ist dieser Mustang? Richtig, wollen Sie grün, wollen Sie rot oder lieber pink für die nette Dame? Ich würde pink sehen, also ich muss sagen, ja, doch, pink. Und Sie sagen, der Motor ist extra. Richtig, der kostet extra Aufpreis. Aber der ist ja, also es ist ja mein Ersatzwagen, richtig, weil mein Wagen kaputt ist. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nichts zahlen müssen. Naja, also das können Sie im Kleingedruckten lesen. Okay. Ich meine, also, der gute Mann will mich jetzt nicht über den Tisch ziehen, nehme ich an, also. Ah, ne, über den Tisch ziehen wir niemanden über den Boden. Alles klar, wie viel Bargeld haben Sie dabei? Momentan gar nichts. Und wie wollen Sie sich dann einen 500 Millionen Euro Mustang leisten? Ich bin davon ausgegangen, dass das der Ersatzwagen ist, der mir hier zur Verfügung gestellt wird, da Ihr anderes Automobil defekt war. Ich habe Ihnen doch gesagt, wir haben keine Lamborghinis hier. Ach ja, der gute alte Orca, ein Stammkunde. Wir nehmen die Schnellsten vom Schnellsten. Klar, so kennt man ihn. Okay, alles klar, Sie suchen Ersatzwagen. Aber ich suche Ersatzwagen. Schnell und flink an jeder Ecke. Ah, das ist, nee. Setzen Sie doch mal rein, nehmen Sie mal Platz hier. Däumchen in den Motor, vier Reifen. Also, das ist ein Karton. Der hat nicht mal Reifen. Wo sehen Sie denn da Reifen? Nehmen Sie doch mal Platz hier. Also, ich sehe hier keine Reifen. Es tut mir nehmen leid. Sie Platz, ja. Nehmen Sie Platz. Okay, und so. Und jetzt schließen Sie Ihre Augen. Haben Sie Augen geschlossen? Ja. Okay, starten Sie den Motor. Wie starte ich den Motor? Es ist ein Karton. Oh, ich spüre die Beschleunigung. Das klingt nicht gesund, ich würde dann gerade einfach wieder aussteigen. Nein. Alles mit einem Hauch Imagination. Nicht hier schon wieder! Wir haben kein Geld! Raus hier! Ich nehme eine Linsensuppe. Wir haben keine Linsensuppe! Das ist schön, ich nehme eine Linsensuppe. Nein, raus hier! Lassen Sie mich, ich nehme eine Linsensuppe. Raus hier! Sie können doch den guten alten Mann hier nicht so behandeln. Die Seife auf den Toiletten kostet Geld! Schauen Sie mal, Ich will es. Selbst die Seife kostet Geld? So, eine Linsensuppe. Alles klar, dann hier. Hier haben Sie Ihre Linsensuppe. Oh, danke. Lassen Sie es gut schmecken hier. Ja, danke. Okay. Haben Sie noch Fragen? Ja. Okay, ciao. Auf Wiedersehen. Ha, also Wagen war dann wohl nichts. Da muss ich wohl wieder zu McDonald's und das Leasing-Auto nehmen, was ich da hatte. Auch wenn das jetzt nicht so unbedingt schick war. Ha. Ich meine, warte, ich habe noch ein letztes Angebot für Sie. Oh, okay. Ja? Das Ganze ist gratis, also das heißt, Sie müssen nichts bezahlen. Okay. Ich höre. Nämlich haben Sie hier ein Fahrzeug Sondergleich. Ein Fahrzeug? Bis dann, ciao. Der Erste, des Abbots bekommst. Ciao. Was? Nein. Und? Bitte.
Nein! Nein! Nicht mal das kriege ich! Alles klar. Gut, wie gesagt, wir gehen wieder zurück zum Leasing-Auto. Wir nehmen das Auto, was wir schon mal hatten. Ich meine, war es schön? Nein, habe ich mir mein Auto aus einem guten Grund gekauft? Eigentlich schon. Aber diesem Laden, ja, dem Laden, dem gebe ich keinen Cent mehr. Die sehen kein Geld mehr von mir. Nichts. Ich meine, sowas Unprofessionelles habe ich noch nie gesehen. Ich meine, erstmal, wer war denn der Verkäufer? Wo kam der denn her? Der andere war nicht mal mehr da. Haben die den entlassen? Ich meine, und jetzt ist Detlef schon wieder da. Hallo? Hallo, ja. Genau, sie kümmern sich um den guten Gesellen da unten. Hallo! Hallo! Kommen mit! Was? Was? Ist er jetzt ins Wasser gesprungen? Ich glaube, die sind jetzt weg. Ich meine, jedes Mal, wenn man denkt, Detlef hat sich erledigt, dann hat er sich irgendwie nicht erledigt und er ist doch wieder nur da, also weiß ich nicht, ob das jetzt eine Lösung für die Zukunft ist, aber Mensch, was soll man tun, was soll man tun? Ich bin, okay, wisst ihr was? Nee, der Autohändler ist, glaube ich, gegangen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach hier nochmal beim Laden vorbei. Wir nehmen uns, was wir uns nehmen wollen und dann verschwinden wir. Ist mir egal, ob wir jetzt hier einbrechen müssen oder nicht. Ich meine, rechtlich gesehen bin ich im Recht, denke ich, oder? Ich meine, das einzige Gefährt, was ich hier sehe, ist der Laster da hinten. Das heißt, wir schnappen uns den Laster. Er scheint auch neu zu sein, den habe ich schon gesehen, der funktioniert. Das heißt, wir fahren jetzt hier mit dem Laster raus. Da habe ich auch kein Problem auf Straßen mehr. Dann, Detlef? Hi. Na! Ja! Detlef. Ja, Telefon, das war wohl nix. Das würde mir stinken, wenn ich du wäre, aber das hat wohl nicht hingehauen. Ja. Damit bin ich... Oh mein Gott, das ist so ein guter Wagen. Ich bin endlich sicher vor Detlef und seinen verrückten Spielchen. Ich meine, das kann ich ja auch nicht mehr länger auf mir sitzen lassen. Ja, hallo. Hallo. Detlef. Hör mal. Danke. Na, was? Nein, komm zurück! Wieso bin ich ausgestiegen? Detlef! Warten Sie, den kriege ich. Okay. Gut, ich vertraue Ihnen. Bis dann. Bis dann. Das war's dann aber auch für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann drückt den Daumen hoch. Ansonsten... Schaut bei Flo und Daumen vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.